Es ist Dienstag, der 5. November. Guten Morgen. Hier ist der FAZ-Frühdenker, der Nachrichtenpodcast. Das Wichtigste für Sie an diesem Dienstag. Die USA wählen einen neuen Präsidenten und die Welt blickt gebannt nach Amerika. Die Ampelregierung schließt ein vorzeitiges Ende der Koalition nicht mehr aus. Und Interpol bekommt einen neuen Chef. Dazu dann gleich mehr. Hier noch die wichtigsten Meldungen aus der Nacht. Ein Richter im US-Bundesstaat Pennsylvania hat einen Stopp der Millionenlotterie abgelehnt. Hightech-Milliardär Elon Musk hatte diese im Rahmen des US-Wahlkampfs ausgerufen. Einen Grund für die Ablehnung hat der Richter bisher nicht genannt. Nur kurz vor Anbruch des Wahltags in den USA hat Nordkorea eine Rakete abgefeuert. Das meldet das Militär in Südkorea, das sich jetzt auf weitere Raketenstarts vorbereitet. Und einem Medienbericht zufolge haben deutsche Polizisten dieses Jahr von Januar bis September fast 62% der geplanten Abschiebungen nicht vollenden können. BSW-Chefin Sarah Wagenknecht wirft Kanzler Olaf Scholz vor, sich nicht an sein Wort zu halten. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Sebastian Reuter geschrieben. Mein Name ist Milena Fuhrmann. Guten Morgen. In den USA wird heute der 47. Präsident der Vereinigten Staaten gewählt. Und das wird eine ziemlich knappe Kiste. Erwartet wird sogar eines der knappsten Wahlergebnisse in der amerikanischen Geschichte. Kein Wunder also, dass bis zuletzt Donald Trump und Kamala Harris um die Swing States kämpfen. Noch gestern Abend hat Trump seine Anhänger in Pennsylvania auf die Wahl eingestimmt. Turn out and vote tomorrow. We're gonna vote, vote, vote. But we're right there. We're right there. And then we're gonna do something. A term you've never heard of, make America great again, that's what we're going to do. Und natürlich hat auch Kandidatin Harris die letzten Stunden vor der Wahl genutzt. And we need everyone in Pennsylvania to vote, because you are going to make the difference in this election. Um Präsident oder Präsidentin zu werden, benötigen Trump und Harris jeweils 270 Wahlleute. In 43 Bundesstaaten steht im Grunde schon fest, welchem Kandidaten die Wahlleute zufallen. Was dazu führt, dass Harris fest mit 226 und Trump mit 219 Wahlleuten rechnen kann. Die 93 Wahlleute der 7 sogenannten Swing States hingegen sind ziemlich umkämpft. Die meisten davon, nämlich 19, gibt es in Pennsylvania. Darum waren beide Kandidaten gerade dort in den letzten Wochen sehr oft im Einsatz. Mehr als 50 Auftritte haben die beiden dort absolviert. Die ersten Wahllokale schließen dann um Mitternacht deutscher Zeit. Spannend wird es dann ab 2 Uhr, wenn die Abstimmung in Georgia, North Carolina und später dann in Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Arizona und Nevada endet. Sie wollen von der US-Wahl nichts verpassen? Dann empfehle ich Ihnen den FAZ-Live-Blog zur Wahl. Dort informieren wir Sie immer aktuell über alle Entwicklungen. Und wir bleiben inhaltlich bei der US-Wahl, denn bei dieser geht es nicht nur um die Präsidentschaft. Auch Kongresssitze werden neu vergeben und in den Bundesstaaten stehen Gouverneurswahlen und Volksentscheide an. Das gesamte Repräsentantenhaus wird für 2 Jahre neu gewählt. Momentan besetzen die Republikaner 220 der insgesamt 435 Sitze. Die Kontrolle über die größere Kammer im Kongress haben sie 2020 gewonnen, unter anderem, weil sie den Demokraten Sitze im Bundesstaat New York abgenommen haben. Allerdings haben die Republikaner in der letzten Wahlperiode nicht besonders durch Einheit geglänzt. Sollten die Demokraten die New Yorker Sitze zurückgewinnen, hätten sie gute Chancen, die Politik in Washington weiter mitbestimmen zu können, selbst dann, wenn andere Wahlen nicht zu ihrem Gunsten ausgehen sollten. Und auch im Senat stehen möglicherweise Veränderungen an. Dort wird nämlich ein Drittel der Sitze für 6 Jahre neu vergeben. Aktuell haben die Demokraten dort die Mehrheit, und zwar von nur einem einzigen Sitz. Diese zu verteidigen wird also extrem schwierig. Schauen wir noch auf die Gouverneure und Volksentscheide. Aktuell stellen die Republikaner 27 Gouverneure, die Demokraten 23. Jetzt bestimmen die Wähler in 11 Bundesstaaten einen neuen Regierungschef. In 10 Bundesstaaten entscheiden die Wähler außerdem, ob ein Recht auf Abtreibung in die Verfassung ihres Bundesstaats aufgenommen werden soll oder nicht. Weitere der etwa 150 sogenannten Ballot Measures in mehr als 40 Staaten betreffen beispielsweise die Legalisierung von Marihuana, die Einführung eines Mindestlohns oder eine Verfassungsänderung, um das Wahlverbot für Ausländer zu bekräftigen.
Und natürlich schaut auch Deutschland gebannt nach Amerika. Kein Wunder, die USA sind ja auch die wichtigsten und engsten Verbündeten von Deutschland. Klar ist aber jetzt schon, egal ob Harris oder Trump gewinnt, der amerikanische Fokus in der Außenpolitik dürfte sich weg von Europa und dem Krieg in der Ukraine bewegen und weiter auf die Region im Indopazifik verschieben, sowie auf den Wettstreit mit China. Schon das dürfte schwierig werden für Berlin, gerade was die Hilfen für die Ukraine angeht. Da dürfte dann in Zukunft Deutschland stärker gefragt sein. Hinzu kommt außerdem die Vorliebe Trumps für Zölle, die eine Belastung für den Handel werden könnte. Anders als noch 2016 bereitet man sich aber in der Hauptstadt bereits intensiv auf eine mögliche Trump-Amtszeit vor. Eine zweite Ära Trump könnte zum Beispiel die Sicherheitsarchitektur ins Wanken bringen. Bis hin zu einem NATO-Austritt Amerikas scheint alles möglich zu sein, was aber auch immense Folgen für Deutschland hätte, denn ohne Amerika können wir uns kaum gegen Russland verteidigen. Außerdem sichert uns auch der nukleare Schutzschirm, den die USA über Europa gespannt haben. Das nämlich, abgesehen von Großbritannien und Frankreich, keine Atomwaffen besitzt. Neben den vielen Herausforderungen gibt es aber auch positive Perspektiven. Denn sollte Trump die Wahl gewinnen, dann könnte das eine stabilisierende Wirkung auf die Ampel haben. Wenn Washington wieder nämlich ganz der Devise Make America Great Again folgen würde, könnte international ein Bundeskanzler wieder mehr an Gewicht gewinnen. Apropos Ampel. Morgen trifft sich der Koalitionsausschuss der Ampelkoalition. Heute will Kanzler Scholz aber noch zunächst seine Gespräche mit FDP-Chef Lindner und Grünen-Politiker Habeck fortsetzen. Und die Sache scheint ziemlich ernst zu sein, denn die FDP schließt tatsächlich nicht aus, dass es noch diese Woche ein Ende der Ampelregierung geben könnte. Lindner selbst hatte gestern Abend noch gesagt, es seien Tage bedeutsamer Entscheidungen und dass er sich geschworen habe, dass Deutschland wieder ein Symbol für den Mut zur Veränderung sein muss. Bundeskanzler Scholz hat etwas andere Erwartungen. Er sagte gestern Nachmittag: Ich bin der Kanzler. Es geht darum, dass wir in ernsten Zeiten die Herausforderungen bewältigen, vor denen wir stehen. Es geht um Wirtschaft und Arbeitsplätze. Es geht um Pragmatismus und nicht um Ideologie. Und das ist das, was gegenwärtig verhandelt wird. Die Aufgaben stehen und die Regierung ist gewählt im Amt und wird ihre Aufgaben erledigen. Und Wirtschaftsminister Robert Habeck hat die Ampel zu einer großen Kraftanstrengung aufgefordert, um die Koalitionskrise zu überwinden. Natürlich, da muss man ja nicht drüber hinwegreden, ist die Regierung in schweren Fahrwassern. Aber ich will noch einmal sagen, dies ist die schlechteste Zeit, dass die Regierung scheitert. Wirklich, die schlechteste Zeit mit Blick auf das, was in der Ukraine passiert, mit Blick auf die wirtschaftliche Lage in Deutschland, mit Blick auf die amerikanische Wahl. Im Koalitionsausschuss wollen die Spitzen der Regierungsparteien über die Stärkung der Wirtschaft sprechen. Lindner hatte im Vorfeld weitreichende Änderungen und Reformen in den Bereichen Klima, Rente, Steuern und Arbeit gefordert und damit seine Koalitionspartner ziemlich vor den Kopf gestoßen. In Glasgow wählt die internationale Polizeiorganisation Interpol heute ihren neuen Generalsekretär. Gesucht wird ein Nachfolger für den Deutschen Jürgen Stock, der im Prinzip auch schon feststeht, und zwar der Brasilianer Valdesi Ogrisa. Außerdem werden 9 Mitglieder des Interpol-Exekutivkomitees neu gewählt. Im Interview mit der FAZ hat Jürgen Stock, der gelernter Jurist ist, vor seinem Abschied über die organisierte Kriminalität gesprochen, die immer stärker wird und warum es die Hilfe von verbrecherischen Staaten braucht, um sie zurückzudrängen. Die internationale Polizeiorganisation hat ihren Sitz im französischen Lyon und hat letztes Jahr ihr 100-jähriges Bestehen gefeiert. Interpol verfügt nicht über eigene Polizeikräfte und führt auch keine eigenen Ermittlungen durch. Allerdings koordiniert sie die Zusammenarbeit der Polizei aus insgesamt 196 Staaten und bietet unter anderem Zugang zu riesigen Datenbanken, beispielsweise zu schweren Verbrechen wie Drogenhandel und Terrorismus. Und wir kommen zum Fußball. Die Champions League startet heute in ihren 4. Spieltag und die Voraussetzungen für die deutschen Clubs sind ziemlich unterschiedlich. Der deutsche Meister Bayer Leverkusen zum Beispiel hat in der laufenden Champions League-Saison noch nicht verloren und steht von allen 5 deutschen Mannschaften aktuell am besten da. Mit dem FC Liverpool wartet allerdings der bis dahin schwerste Gegner auf das Team. Borussia Dortmund hat aktuell mit großen Verletzungssorgen zu kämpfen und muss mit einigen Ausfällen in das Duell mit dem österreichischen Meister Sturm Graz.
Und der RB Leipzig steht beim Spiel gegen Celtic Glasgow nach 3 Pleiten und 0 Punkten ziemlich unter Druck. Und gelingt bei den Schotten nicht endlich der erste Sieg, dürfte es mit dem Erreichen der K.O.-Runde ziemlich eng werden. Und auch das hier ist Thema im heutigen FAZ-Frühdenker-Newsletter. Für das neue Team von Ursula von der Leyen steht eine Feuerprobe an. Bis nächste Woche Dienstag müssen sich alle 26 designierten EU-Kommissare dem Europäischen Parlament stellen. Die Kandidaten benötigen eine Zweidrittelmehrheit in den zuständigen Parlamentsausschüssen. Erreichen sie diese nicht, müssen sie zusätzliche Fragen beantworten. Bei einer besonders schlechten Vorstellung müssen die Regierungen dann tatsächlich sogar einen Ersatz benennen. Fällt kein Kandidat durch, wollen die Abgeordneten die neue Kommission am 27. November offiziell wählen. Von der Leyen's Kommission könnte dann voraussichtlich zum 1. Dezember ihre Arbeit aufnehmen. Diesen Artikel wie auch weitere Themen aus dem heutigen Frühdenker finden Sie online auf faz.net. Die entsprechenden Links dazu gibt es in unseren Shownotes. Und das war's auch schon von uns. Morgen ab 6 Uhr gibt es dann wieder eine neue Ausgabe des FAZ-Frühdenkers. Wenn Sie den FAZ-Frühdenker nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie ihn überall, wo Sie ihn hören können. Ich wünsche Ihnen jetzt einen erfolgreichen Start in den Tag.